Rums. Immer wieder kracht dieser SUV gegen Personen und Fahrzeuge. Am Steuer eine Frau, auf der Rücksitzbank ein kleines Kind. Und die Polizisten sind zunächst scheinbar machtlos. Nach dem Anruf eines Zeugen wollen die Beamten die radikale Fahrerin an einer Kreuzung stoppen, legen Nagelleisten aus, um ihre Reifen zu zerstören. Doch keine Chance, die Frau fährt vor und zurück und gibt dann Gas. Auch wenige Momente später, mehrere Fahrzeuge der Polizei keilen den Fluchtwagen ein. Doch auch hier kann die Frau entkommen. Go. Erst an der dritten Stelle auf dem Highway gelingt dem Beamten der Zugriff. Festnahme. Ich habe es nicht getan, ruft sie immer wieder. Dann der Schock. Auf der Rückbank sitzt ein kleines Mädchen, das in Sicherheit gebracht wird. Nach Polizeiangaben wird niemand schwer verletzt, doch die Frau wird wegen sechsfacher schwerer Körperverletzung angeklagt. Weitere Anklagen sollen folgen.